Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Part 200. Ja, wir haben den 200. Part heute. Ich kann das noch gar nicht glauben. Flöckchen, du kommst mit. Das ist echt der Hammer. 200 Parts. Ich habe nichts zu essen. Ich würde mir jetzt mal kurz was zu essen besorgen. Und dann habe ich natürlich einiges für euch geplant. Kurz hier reingucken. Habe ich hier noch was, was ich jetzt brauche? Nö. Okay. So, Flöckchen, dann komm mal. Na. Ich komm ja nicht raus. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist ein Creeper mitten in unserer Stadt. Super. Hallo, Herr Creeper. Den müssen wir natürlich jetzt hier noch beseitigen. Uah. Ach, der rennt ja vor der Katze weg, stimmt ja. Soll ich den dann da wegkriegen? Nein, nicht hochgehen. Gottes Willen. So, Flöckchen. Gut, also. Als erstes möchte ich mich natürlich bei euch bedanken. Für eure Treue, dafür, dass ihr mich immer von Neuem motiviert, weiterzumachen und ich jetzt Part 200 erreicht habe. Ich bin so hoch motiviert und habe so viele Ideen, dass es wahrscheinlich bis Part 400 erstmal reicht. Und das habe ich alles euch zu verdanken, eure vielen Kommentare und ja, das ist also wirklich klasse. Ich freue mich da immer drauf, wenn ich dann ja von euch die tollen Kommentare lesen kann. Ja, Flöckchen. So ist das. Dich haben wir jetzt auch hier. Gut, ich habe viel geplant für die Zukunft. Für die nächsten 200 Parts wahrscheinlich. Natürlich wird das Hotel fertig gemacht. Jetzt erstmal gucken, nicht, dass hier irgendwo noch Creeper rumrennen. Das Wohnhaus wird noch fertig gemacht. Das, was wir schon angefangen haben, das ist ja klar. Kuh. So. Und, ja, hier, unser Schlachthaus zum Beispiel. Das kommt weg. So wie die Hühnerfarm und auch die Brennerei, die kommen alle weg. Hier, das bauen wir um. Da bauen wir Wohnhäuser rein. Wir haben kaum noch Kühe, ne? Also hier wird ausgebaut. Ich denke, dass hier entweder Wohnungen reinkommen, so zwei, drei Stück oder auch ein großes Haus, das weiß ich noch nicht genau, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, dass wir da Wohnungen reinmachen. Genau wie im Lager ja auch, da hatten wir ja schon angefangen. Das Hühnerhaus wird umgebaut, da wird auch ein Wohnhaus draus. Alles, was drinne ist, kommt dann raus. Und die Brennerei werden wir wohl im Ganzen abreißen, weil das Haus sehr klein geworden ist. Da muss man mal gucken, vielleicht kriegt man da eine ordentliche Wohnung rein, aber ich glaube es eher weniger. Und natürlich auch hier unsere Getreidefarm da, die kommt auch weg. Da kommt auch ein Wohnhaus rein, das wird hier alles noch Wohnsiedlung. Hier ruckelt es natürlich. Und hier hinten, also ja, sehr groß, da muss ich noch die Berge abtragen und so weiter, das werde ich demnächst anfangen. Da kommt dann das Industriegebiet hin. Da bauen wir dann erneut die ganzen Sachen, also Brennerei und auch die Hühnerfarm und so. Das wird alles neu gemacht, das wird alles moderner, bisschen automatisierter alles. Ich habe da mal ein bisschen was ausgetestet und das ging ganz gut. Flöckchen, bist du noch da? Ja. Ich hatte allerdings in der Testwelt, die ich ja nun habe und eben ja, wo ich ein bisschen vorbaue ja auch und plane und so weiter. Dort hatte ich schon Probleme mit den Hunden im Tierheim. Die haben sich immer zu mir geportet. Die musste ich da mal wieder zurückbringen. Aber ich denke, wir bringen die einfach dann zurück und dann ist das auch gut. Ja, das Hotel natürlich, ne, wird gemacht. Hier kommt natürlich auch noch ein bisschen was hin. Allerdings, da fehlen mir noch die Ideen. Das Wohngebiet da hinten bauen wir noch aus. Also, wenn ihr Ideen habt, was hier noch an Gebäude fehlen,
meine, mir fallen noch ganz viele Gebäude ein, die fehlen. Also wenn ihr da noch besondere Ideen oder Wünsche habt, immer her damit, schreibt es in die Kommentare. Ich guck dann, was sich machen lässt. Ob wir das hier irgendwie unterbringen können, denn eine Stadt braucht ja eigentlich was. Und sie soll jetzt ja auch recht schnell wachsen. Also ich finde, wir haben für 200 Folgen nicht wirklich viel geschafft. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Und deswegen wird es in Zukunft geben, das so sein, dass ich eben Hilfsarbeiter anstelle. Das wird dann aber erst sein, wenn die Industrie dann auch hier ist, wenn das Industriegebiet gebaut ist und so weiter, dann werde ich Hilfsarbeiter anstellen, die eben dann ja Ressourcen farmen können, vielleicht mal in Höhlen mit mir gehen können. Jetzt wurde gerade meine Virendatenbank aktualisiert, fällt mir einfach ins Wort sowas. Ja, auf jeden Fall auch Bauhelfer natürlich, also wenn ihr da Lust habt, einfach ja mich anschreiben, Bescheid sagen, ich habe Lust dir zu helfen, dann machen wir das alles möglich. Ihr braucht auch nicht unbedingt reden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit Sprachaufnahme machen. Wir können das auch ohne machen. Je nachdem, wie ihr das möchtet. So, dann habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Ja, eigentlich noch nicht das ganz Besondere. Obwohl, doch. Schon was Besonderes. Jetzt gehen wir erstmal wieder zum Tierheim. Hallo, Hundis. Ja, ihr guckt alle. Ich habe Fleisch in der Hand, ne? So, ich habe, keine Schilder dabei. Na, so ein Ärger. Ne, und hier habe ich auch keine. Hier habe ich ja gar keine Kiste. Okay, hallo Wauwis. Guten Tag, könnt ihr mich mal angucken? Ich danke euch. Hier ist schon wieder Zombie, ne? Das ist echt schlimm. Also, die Hunde hier haben alle verschiedenfarbene Halsbänder. Das haben wir das letzte Mal gemacht, ne? Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe aber zwei blaue Halsbänder, sehe ich gerade. Ja, da müssen wir nochmal eins umfärben. Da ist ein hellblaues. Da ist ein blaues noch her. Da muss ich nochmal einen umfärben. Das geht nämlich nicht, dass wir zwei doppelte haben. Und hier haben wir Katzen. Drei weiße hier. Zwei weiße da. Und die eine schwarze. Und die schwarze gehört ja dem Opa Zeron. Ich glaube, Flipper, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ich glaube ja. Muss ich dann nochmal nachgucken. Auf jeden Fall stehen die Tiere natürlich alle zur Adoption frei, sozusagen. Nein. Also ich würde ganz gerne, dass ihr Patenschaften für diese Tiere übernehmt. Ich werde die alle ja mit den Farben und mit nummerieren dann. Und dann könnt ihr euch ein Tier aussuchen. Dann könnt ihr denen einen Namen geben und hier kommen dann natürlich auch Schilder ran, wer die Paten von den Hunden sind. Das könnt ihr dann alles auf der neuen Webseite machen, die ich erstellt habe für Radiant City. Das ist dann nämlich das nächste große und zwar die Radiant Times. Bekommt eine eigene Webseite, dort könnt ihr, ich denke mal so einmal die Woche oder so, werde ich dort auf jeden Fall neue Artikel haben. Die Let's Plays werden natürlich gepostet. So Aktionen wie jetzt mit den Hunden, da könnt ihr dann Bilder angucken und euch einen Hund aussuchen und bekommt dann auch ja nur so eine Art Urkunde-Zertifikat, dass ihr eine Patenschaft übernommen habt. Die könnt ihr dann auch dort runterladen, wenn ihr das möchtet. Jetzt ist schon wieder mein VM-Programm aufgegangen. Eieiei. So. Also das könnt ihr dann alles da nochmal genau nachlesen, euch die Tierchen nochmal angucken und dann eben, wenn ihr möchtet, die Patenschaften übernehmen. Es sind ja einige Hunde, es sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück und 5 Katzen, denn die eine, die ist ja schon, die schwarze hier, die ist ja schon in festen Händen. Die gibt es nicht und wo ist Flöckchen hin? Egal. Ja, das ist dann eigentlich auch schon soweit alles, was ich so demnächst hier tun wird. Die Webseite wird ein großer Bestandteil werden. Dort werde ich alles halt als Zeitungsartikel schreiben. Radiant Times wird dort schreiben. Und halt immer ja euch auf dem Laufenden halten, was in dieser Stadt passiert. Die Zeitung muss natürlich aufgrund dessen auch nochmal umgebaut werden. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt, glaube ich, im letzten Part oder vorletzten Part, dass mich diese Zeitung irgendwie an den Daily Planet erinnert. Entweder bastle ich da jetzt eine Kugel drauf oder wir machen das ganz neu. Und ich bin dafür neu machen. Ich habe da schon was entworfen und würde das gerne so ein bisschen moderner machen. Das Gebäude passt nicht so wirklich in die Stadt.
Das machen wir neu. Die Mitarbeiter arbeiten dann eben von zu Hause aus. Das kriegen wir dann schon irgendwie alles geregelt. Ja. Okay, ich schwafel die ganze Zeit. Ne? Wir werden heute auch nichts weiter tun, außer dass ich euch alles erzähle. Es wird dunkel. Also gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und dann habe ich nämlich noch eine kleine Sache für euch, die ich noch vorbereitet habe. Oder die ich mir überlegt habe. Vorbereitet habe ich dafür noch nichts. Brauche ich ja auch nicht. Kann ich jetzt schlafen? Hallo, ich will schlafen. Lass mich schlafen. Ich darf schlafen. So, aufstehen. So. Ja, Mau. Armes Ding. So, dann werde ich die Karte hier, so wie sie jetzt ist, euch zum Download geben. Und ihr könnt nach Herzenslust weiterbauen. Eine gewisse Zeit, wie lange ich euch Zeit lasse, weiß ich noch nicht. Ihr könnt auch auf ewig weiterbauen, im Prinzip ist es egal. Und ich würde dann ganz gerne eure Karten wieder zurückbekommen, beziehungsweise Kopien davon könnt ihr mir schicken. Und ich würde dann mir die Städte ganz gerne angucken, halt ein kleines Let's Show machen, so ein paar Bilder zusammenschneiden und es einfach zeigen, was ihr aus der Stadt gemacht habt. Das würde mich nämlich echt interessieren, was ihr da so draus macht. Und naja, wenn was besonders gefällt oder so, dann würde ich das auch gerne in Radiant City übernehmen. Aber das werden wir dann durch, denke ich, durch Abstimmung oder so weiter und so weiter. Irgendwie so werden wir das wohl regeln dann, dass wir da dann eure Ideen auch mit einfließen lassen können. Den Download-Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, auch den Link zur Webseite, das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr dann auch ja, die Patenschaft zu den Tieren. Und ja, das war es dann eigentlich von mir aus erstmal. Bei der Webseite könnte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Dort findet ihr dann eben, wie gesagt, das Zeitungsartikel, die Let's Plays und eben so Besonderheiten, was hier so passiert. Da werde ich dann unter anderem auch die Jobangebote reinnehmen. Eventuell, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob ich das machen soll oder nicht. Da wäre es nett, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr da Interesse dran habt. Würde ich eventuell noch einen Wohnungsmarkt mit reinnehmen, dass ihr hier Wohnungen anmieten könnt. Dann würde ich einfach Schilder an die Wohnung machen, wo ihr halt wohnt. Da steht dann euer Name drauf. Und Jobangebote hatte ich gesagt, genau. Und halt die Gebäude würde ich, jedes einzelne Gebäude, was wir in Radiant City gebaut haben, würde ich dann nochmal durch Bilder und Text beschreiben. Eventuell mache ich auch noch so kleine Let's Show-Videos dazu. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Also, dass wir so jedes Gebäude nochmal einzeln für sich betrachten. Denn, ja, ich finde, das ist einfach, man kann da nochmal gucken, denn man rennt ja nicht permanent in jedem Gebäude rum. Ich meine, wir waren Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr im Rathaus oder im Hühnerhaus. Doch, wo Opa Zeron da war, da waren wir, glaube ich, das letzte Mal im Rathaus. Das sind schon so Dinge, irgendwie die Gebäude geraten so ein bisschen in Vergessenheit. Man weiß nicht mehr, wie es von innen aussieht und das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich da nochmal, ja, schön mit Bildern und Beschreiben und so weiter die ganzen Gebäude rein. Dann kann man sich das immer nochmal angucken, wenn man möchte. Ja, und dann will ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr lange rumquatschen. Ich habe gleich im Anschluss noch eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise noch ein bisschen was einfallen lassen. Naja, war eigentlich gar nicht so, ist gar nicht so besonders. Aber ihr werdet das gleich sehen. Ich verabschiede mich erstmal für euch, für heute. Wir sehen uns morgen wieder im Part 201 und bauen natürlich ja, fleißig weiter. Und ich freue mich schon tierisch, euch sagen zu können, dass wir morgen Hilfe haben. Denn Wusimu wird uns besuchen kommen und uns ein wenig beim Bau helfen. Freue ich mich schon ja, ganz doll drauf. Ich mag das, wenn ich Besuch habe. Ja, ich danke euch nochmal ganz herzlich für die, ja, 200 Parts jetzt irgendwie und ich hoffe, ihr seid dann bei den nächsten 200 auch dabei und kommentiert so fleißig weiter und ja, haltet meine Motivation so hoch. Das ist echt klasse von euch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Das ist also ja, das Beste, was ich tun konnte. Es macht mir jeden Tag Spaß, das weiterzumachen und ja, ich freue mich jeden Tag aufs Neue mit euch dann irgendwie auch, ja, kommunizieren zu können. Das
ist wirklich klasse. Also ich danke euch von Herzen und ich verabschiede mich jetzt von euch und viel Spaß dann noch bei dem kleinen Extra. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.